Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich möchte mit euch heute eine Winterkarte basteln, die könnt ihr entweder für Weihnachten verwenden oder zum Geburtstag, so wie ich heute. Aber ihr könnt natürlich auch einen Weihnachtsspruch drauf machen und dann habt ihr eine schöne Weihnachtskarte. Das Besondere an dieser Karte ist, dass das so eine Schattenkarte ist. Man kann die also wunderschön aufstellen. Falls ihr für Weihnachten ein Foto verschenken wollt, könnt ihr das natürlich auch super in den Hintergrund machen. Und der Ideengeber für diese Karte ist diese Karte hier. Das ist eine wunderschöne Karte von der lieben Sarah aus meinem Team, die habe ich bekommen. Und ich finde die Karte so zauberhaft schön, dass ich die unbedingt nachbasteln wollte. Die ist natürlich vielleicht eher für einen sommerlichen Anlass gedacht oder für Frühling oder wie auch immer, könnte man auch mit Herbstblättern schön gestalten. Genau, und ich habe mir gedacht, wir machen daraus eine Weihnachtskarte und möchte mich jetzt an der Stelle schon mal ganz herzlich bedanken für diese wunderschöne Karteninspiration. Die ist so, so toll. Vielen, vielen Dank, liebe Sarah. Genau, und ich habe jetzt hier einmal so eine bisschen herbstlichere Version vielleicht gemacht oder auch eine winterliche Version, vielleicht eher so für drinnen. Ich wollte mal mit diesem wunderschönen Ton-Set arbeiten und habe mir hier so einen Blumenstrauß zusammengestellt, der halt nicht wirklich sommerlich ist, sondern eher winterlich. Zum Geburtstag, also für den Wintergeburtstag, total schön geeignet. Im Hintergrund ein bisschen den Fächer reingemacht, der da bei diesem Set dabei ist. Und hinten drauf beste Wünsche zum Geburtstag. Das wäre jetzt so eine Idee als Karte. Und was wir heute basteln, ist wieder sowas Ähnliches. Also wir haben jetzt ein größeres Landschaftsbild jetzt, möchte ich verarbeiten in der heutigen Karte. Und da wäre jetzt das auch eine tolle Idee vielleicht. Das ist jetzt eine Geburtstagskarte. Ihr seht schon, es funkelt und glitzert hier schön. Hier vorne ist das kleine Rehlein. Und hier hinten hat man noch Platz für Grüße. Einmal. Und die zweite Kartenidee wäre diese Idee. Herzlichen Glückwunsch. Ist noch ein bisschen natürlicher, würde ich fast sagen, weil das hier unten mit dem Wald so, das so schön harmoniert. Toll sein ist einfach dein Ding. Oh, da klebt noch ein kleines bisschen was von dem Papier. Genau. Also hier auch mit Glitzerchen gearbeitet, mit kleinen Schneeflöckchen und diesem süßen Bambi im Hintergrund. Das fand ich so schön. Und für unsere Karte heute, habe ich gedacht, könnte man nochmal so ein Landschaftspapier benutzen, so ein bisschen eine Winterlandschaft, weil es soll ja eine Winterkarte werden, also wie gesagt, entweder zu Weihnachten oder eben zum Geburtstag. Und wir starten jetzt mal. Ich habe jetzt hier einfach mal einen Grundkarton in Anthrazitgrau. Ich muss gerade selber spicken, das hätte diese Bestellnummer. Das Papier an sich ist dieses Papier, hat diese Bestellnummer und heißt Schlittenfahrt im Schnee. Da sind ganz viele verschiedene Landschaftsmotive drinnen. Ich drehe dieses Video jetzt schon im Juni. Das heißt, ich habe jetzt gerade noch nicht so viel Möglichkeit, viele Weihnachtspapiere unterzukriegen und gehe deswegen auf dieses Set, weil wir das eben in diesem Online-Exklusiv bekommen haben, zur Verfügung gestellt haben, schon mal vorab weihnachtlich zu basteln. Und da habe ich mir jetzt diese Seite ausgesucht. Finde ich ganz schön. Und dann werde ich noch Grundweiß benutzen, das weiß ich auch schon. Und den Rest machen wir spontan. Also das Grundweiß brauchen wir auf jeden Fall auch. Und vielleicht noch Waldmoos, weil das wäre hier verarbeitet. Mal gucken, wie wir so ein bisschen die Deko machen. Ich schnappe mir jetzt ein A4-Papier, denn ich mache gleich zwei Karten aus diesen. Das heißt, ich schneide mir das zu auf 21 x 21 cm. Das heißt, ich muss mir nur die lange Seite kürzen. Weil die kurze Seite ist ja schon 21. Und jetzt falze ich mir das auch gleich. Und zwar einmal bei 3 cm. Ist jetzt hier egal, an welcher Seite, sind ja beide gleich lang. 3 cm. Und bei 18 cm. Ich schiebe mir das hier rüber bis 18 cm. Dann drehe ich es mir einmal auf den Bauch sozusagen. Also ich drehe es mir einmal so rum. Und falze es nochmal bei 6 cm. Mal gucken, dass es schön anliegt, bei 6 cm und bei 15 cm. Und dann, ihr seht es, meine Falzlinien sind so runterlaufend, drehe ich es mir so, dass sie waagrecht liegen. Und jetzt kürze ich mir das Papier ein auf 10,5 cm, dann habe ich gleich zwei Karten auf einmal. Gerade bei Weihnachtskarten braucht man vielleicht ein paar mehr und dann ist es super, wenn wir gleich zwei Karten haben. Außerdem brauchen wir auch aus dem gleichen Papier noch einen Streifen und der hat das Maß 15 x 3,5 cm. Ich kürze mir jetzt den auch gleich auf 15 cm und schneide mir den
auf 3,5, da lege ich es mir gerne hier drüben an. Und das mache ich auch gleich zweimal, dann habe ich gleich für zwei Karten das Ganze hergerichtet. Das ist dann der Streifen, der unten dran liegt oder unten dran ist. Bei manchen Karten habe ich den auch ein bisschen schmäler gemacht. Also der hier ist jetzt zum Beispiel noch der Rest, wird so 2 cm ungefähr haben. Also das ist ein bisschen schmaler, je nachdem. Das müsst ihr ein bisschen gucken, was euch besser gefällt. Hier habe ich den Streifen mal nach oben gemacht und hier nach unten. Das lag jetzt daran, dass ich natürlich das Bambi sehen wollte. Also das, und dass das halt auch ein bisschen was wäre, was man verändern könnte. Und dann nehme ich mir auch gleich noch mein Designerpapier und schneide mir das zu auf das Maß 10 cm. In der Höhe brauche ich da. Und da möchte ich jetzt ein bisschen gucken, dass natürlich mein Motiv schön drauf ist. Also könnt ihr dann gucken, ob ihr es oben kürzen müsst oder unten. Ich mache es jetzt wirklich unten oder ihr kürzt von beiden ein bisschen. Und ich möchte, dass das eben so ein bisschen im Vordergrund ist. Brauche aber zusätzlich auch noch Streifen in 10 cm Höhe. Die schneide ich mir bei 2,5. Und da kann ich jetzt gleich hier was verwenden. Also ich schneide jetzt hier 2,5 ab. Und werde mir jetzt hier gucken, wie das Motiv aussieht mit 8,5 in der Breite. Ich gucke nochmal, ob das Maß stimmt. Das Maß würde stimmen. Ich hätte aber gerne ein paar von diesen Häuschen mit drauf. Jetzt gucke ich mal, ob ich dann nochmal einen Streifen rauskriege. Ja, ganz knapp am Haus vorbei. Das passt aber noch. Das heißt, ich habe schon mal 2 Streifen und kürze mir jetzt noch das Große auf 8,5, dass ich halt vom Motiv her so viel wie möglich so drauf kriege, wie ich möchte, dass ich jetzt hier beide Häuschen drauf habe. Also dieses Stück hat 8,5 mal 10 cm. Und dann habe ich eben, wie gesagt, 2 Designerpapierstreifen mit dem Maß 2,5 mal 10 cm. Und ich finde eigentlich die Rückseiten auch sehr schön. Ich werde jetzt aus dem Restpapier nochmal schneiden, 10 cm. Da brauche ich auch nochmal 2,5. Ich schneide mir das jetzt einmal bei 5. Und dann in der Mitte bei 2,5. Wir brauchen also insgesamt 4 Streifen mit 2,5 mal 10 cm. Und diese beiden passen jetzt halt natürlich super da draußen hin. Für diese Umrandung sind die dann. Die rahmen das Ganze so ein bisschen ein und die anderen 2 kommen innen rein. So haben wir gleich unsere nächsten Farben, die wir mitverwenden. Ich verwende jetzt noch Glutrot. Also das ist jetzt in meinem Fall für hinten drauf, da habe ich gedacht, mache ich noch so eine kleine Mattung, so wie, auf welcher Karte habe ich es hier? Also dass es noch so ein bisschen eine Umrandung bekommt und das hat eben, das Große hat das Maß 10 x 8,5 cm und das Kleine hat das Maß 9,5 x 8 cm. Nur, dass ich euch ja die richtigen Maße sage, genau. Den mache ich dann aber erst nachher, weil ich mir noch nicht ganz sicher bin, ob ich da vielleicht nochmal Blutrot verwende oder noch eine andere Farbe, also da guck mal nachher noch mal kurz drauf. Finde den Fehler. Ich habe es wieder nicht beachtet. Ich möchte ja eigentlich mein Schild oben unten hin machen. Aber wenn ich das mache, dann sieht man das Häuschen gar nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mit euch eine Weihnachtskarte und eine Geburtstagskarte. Bei einem mit dem Schild oben und bei einem mit dem Schild unten. Denn ich muss mir dieses Teilchen hier nochmal zuschneiden. Damit das Häuschen dann, wenn ich es nachher weiter oben haben will, auch wirklich oben ist im Bild. Also falls ihr das auch habt, dass ihr mit einem ähnlichen Designerpapier arbeitet zum Beispiel, denkt dran, dass ihr unten wirklich Platz braucht, okay? Somit kann ich das austauschen und habe jetzt hier mein Element für die Karte, wo das ganz große Ding hier unten dran ist. Und mit der machen wir jetzt einfach weiter. Das andere ist dann für die andere Karte. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich das Häuschen mehr nach oben setze als nach unten, dass ich unten diesen breiten Streifen noch haben kann. Und was ich jetzt auch schon gleich mal mache, ist, dass ich mir diese ganzen Elemente anklebe. Hier habe ich es schon gemacht. Und zwar habe ich Designerpapier Vorderseite, dann das rote Papier und dann kommt mein großes in die Mitte. Das rahmt hier mein ganzes Häuschen so schön ein. Und dann habe ich noch mal eins, wo eben die Landschaft nach vorne muss. Die anderen 2 habe ich schon aufgeklebt. Und dann sieht meine Karte so aus. Und jetzt machen wir noch diese Knickung. Und zwar falzen wir uns das jetzt einmal nach vorne und dann nach hinten. Und durch das, dass wir uns das vorher auf den Bauch gelegt haben, passt es schon mit dieser Bergfalz. Die Bergfalz muss immer innen sein. Da
heißt, ich falze mir das hier so rein und so raus. Ich habe dann hier schon meine Schatten. Meine 3D-Welt sozusagen, dass das so ein bisschen in den Hintergrund geht. Und ich finde, das sieht so schön aus. Und das sieht man jetzt schon richtig toll, das kleine Häuschen da innen drinnen. Und ich fange jetzt aber mit der Geburtstagskarte an. Nehme mir als Farbe Glutrot und werde mir jetzt erstmal den Gruß zum Geburtstag stempeln. Der kommt nämlich da vorne drauf. Versuchen, das schön mittig hinzukriegen. Ja, ein bisschen besser könnte es noch sein. Mal gucken. Ja, so ist besser. Und ihr seht, das ist einfach ein Reststreifen. Da passt jetzt der Spruch ganz gut außenrum. Der hat jetzt 8 x 2 cm. Ihr guckt mal, welches Set ihr da benutzt, wie der Streifen bei euch ausschauen soll. Und dann habe ich aus dem gleichen Set noch das Beste Wünsche. Das ist übrigens dieses Stempelset. Kunstvoll koloriert mit dieser Bestellnummer hier unten. Also zum Geburtstag und Beste Wünsche ist da beides drin. Das passt da ganz gut. Und für meine Weihnachtskarte nehme ich diese Bestellnummer, dieses Stempelset Lichterzauber mit dem Gesegnete Weihnachten. Und ich habe noch eins benutzt. Wo ist das denn? Hier, allerbeste Grüße. Da habe ich die lieben Wünsche und eine Umarmung aus der Ferne. Hätte diese Bestellnummer. Allerbeste Grüße heißt das Set, aber da könntet ihr auch, wenn ihr jetzt nur ein Stempelset hättet, locker aus diesem Set noch einen schönen Spruch nehmen. Da sind so viele tolle Sprüche drin. Ich liebe dieses Set. Ich finde das so schön. Also so wird ungefähr die Deko aussehen. Und dann habe ich mir gedacht, dass das Ganze ein bisschen schicker ist. Nehme ich mir die Trio-Stanze. Da blende ich, ach, die habe ich sogar hier stehen, die Bestellnummer. Nehme mir dieses schöne Etikett. Das soll noch so ein bisschen das Ganze verfeinern. Und zwar möchte ich das einmal hier oben haben. Und einmal hier unten so eine kleine festlichere Umrandung. Und das mache ich dann aber auch bei meinem roten Papier. Und kann mir das jetzt mal aufkleben. Dann sieht es nochmal ein bisschen schicker aus, finde ich. Das kann ich mir auch gleich hinten auf die Karte drauf machen. So sind unsere ganzen Einzelteile schon mal verbaut. Und was ich auch noch ganz schön fand, also wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wenn das jetzt hier so drauf kommt, ist es schon relativ wuchtig. Da habe ich mir gedacht, wir könnten auch hier die Ecken noch eben mit dieser schönen Stanze verschönern. Möchte ich aber jetzt nur die oberen und da drehe ich es mir jetzt einmal um, damit ich genau das gleiche Muster oben habe, dass es erst diese Wölbung und dann diese Wölbung hat. Seht ihr dieses? Ich glaube, man sieht schon ganz gut. Dann nimmt das Ganze nämlich dem Ganzen nur ein bisschen so dieses Mächtige. Und wenn ich mir das jetzt so hinhalte, dann ist mir das eigentlich noch ein bisschen zu wuchtig. Das heißt, ich schneide mir meinen Streifen noch ein bisschen schmaler. Der hatte jetzt 3,5, dann würde ich sagen, machen wir mal zu 3 cm, dass wir nochmal 0,5 ungefähr abschneiden. Da könnt ihr euch dann hier drüben ganz gut orientieren am Papierschneider. Nochmal hinhalten und gucken. Ja, jetzt ist es schon viel besser. Sonst ist es schon ganz schön wuchtig mit dem dunklen Anthrazit, finde ich. Genau. Und was ich jetzt hier mache, ich nehme mir jetzt einfach eine Lochstanze und stanze mir vorne noch so ungefähr mittig ein kleines Löchlein rein. Und hier nehme ich mir jetzt einfach ein Band. Das ist jetzt so ein gepunktetes Band. Weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, ob das noch im Katalog ist. Das heißt gepunktetes Tüllband. Das finde ich halt zu Weihnachten immer total schön, weil es so fluffig ist. Schneide mir da ein kleines Stück ab. Fädel mir das hier vorne durch das kleine Loch durch und mache mir da noch so ein kleines, also keine Schleife, aber so ein bisschen Band hin. Einfach nur einen kleinen Knoten hin machen. Das ist einfach immer hübsch. Passt immer gut zur Winterlandschaft und lockert das alles so süß auf. Und das klebe ich mir jetzt einfach mit der Menschenes auf, zu Abstandsklebepads. Achso, was ich noch machen könnte, ich könnte mir da hinten noch ein Fähnchen schneiden. Soll ich das überhaupt machen? Das wird ein sehr flaches Fähnchen, aber das machen wir jetzt einfach mal. Dann seht ihr auch, wie das geht. Einfach in der Mitte einmal einschneiden und dann von der Ecke. Bis zur Mitte schneiden, sollten wir auch treffen, die Mitte. Ich mache jetzt zuerst dieses Teil hier hin. Und dazu mache ich es so, dass ich mir einfach hier unten, rechts und links,
ein bisschen Flüssigkleber auftragen, nicht zu weit hochgehen, weil Achtung, wir haben ja nicht ewig weit hoch diese Umrandung. Und dann klebe ich es mir an der einen Seite fest. Und dann lege ich mir das Ganze auf der anderen Seite flach hin und klebe es mir auf der anderen Seite auch noch fest. Und da immer am besten mit Flüssigkleber arbeiten, weil da könnt ihr noch ein bisschen ruckeln, dass es hier wirklich schön links und rechts ist und schön abschließt. Kann man ruhig mal in beide Richtungen noch biegen und mit dem Falzband nochmal nachgehen. So, und dann hat man hier schon diese wunderschöne Umrandung. Und jetzt können wir hier das entweder genau in die Mitte machen. Ja, das machen wir heute in die Mitte. Oder halt zur Seite versetzt, wie es euch besser gefällt. Mir gefällt es jetzt ganz gut in der Mitte. Ich finde es schön. Mir gefällt es richtig gut. Das könnte man toll auch aus einer Männerkarte gestalten, finde ich. Da ist jetzt nicht so viel Schnickschnack dabei. Ich mache es jetzt für eine Frau. Da mache ich jetzt noch ein bisschen Glitzer hin, aber für Männer würde ich jetzt vielleicht gar nicht unbedingt noch viel hinbauen. Und wenn man dann für einen Mann vielleicht nur ein anderes Band verwendet und vielleicht, ja, der Hintergrund ist auch okay so für einen Mann, aber dann ohne Glitzi, dann wäre das auch eine coole Männerkarte. Machen wir hier mal zwei so kleine Glitzersteine hin. Meine Pinzette klebt irgendwie. Muss ich mal sauber machen. Und hier noch drauf. Oh, ich finde die Karte so schön. Ich finde, das ist so toll mit diesem Set. Machen wir hier noch ein bisschen Glitzy. Also ich finde das wunderschön. Ich finde diese Hintergründe auch toll, einfach von diesem Designerpapier. Das sieht ja aber auch edel aus, oder? Wow, cool. Also da braucht es gar nicht mehr. Wenn ihr jetzt wollt, könnt ihr natürlich auch noch hier im Hintergrund ein paar Glitzersteine machen oder wie ich jetzt hier auf den Karten gemacht habe, dass ich da noch Schneeflocken aufgeklebt habe. Ganz viele, seht ihr das? Ich hoffe, man sieht das durch. Also hier habe ich überall am Rand noch Schneeflocken verteilt und das ist natürlich auch toll. Also das werde ich mir überlegen, ob ich das bei der Karte noch mache. Vielleicht mache ich das noch. Aber ich wollte jetzt mit euch noch die Weihnachtskarte fertig basteln, das heißt diese hier. Wenn ihr euch nicht sicher seid mit Berg- und Talfalz oder so, dann könnt ihr das natürlich auch im Vornherein falzen und danach bekleben. Das geht genauso. Also immer diese Hügel kommen innen rein und dann könnt ihr es euch so hinlegen und könnt es bekleben. Das mache ich jetzt. Und weil mir jetzt die Reste von meinem Designerpapier nicht mehr für meine beiden Rückseiten hier reichen, habe ich mir gedacht, könnten wir hier auch wunderbar noch was prägen. Und zwar habe ich einfach jetzt blutrote Streifen geschnitten und benutze jetzt diese Punkte. Die sind aus dem Set Basics, heißt es, glaube ich. Das wäre die Bestellnummer. Das ist so ein Dreier-Set. Und das sind coole Embossing-Platten. Die heißen wirklich 3D-prägige Formen Basics. Und da sind so schöne Muster drin und eben auch diese Punkte. Und ich dachte, das passt vielleicht ganz gut zu Schneeflocken, zu Weihnachten. Deswegen präge ich mir das jetzt einfach einmal durch. Und bei dieser 3D-Prägeform, da braucht man nur die dicke Grundplatte unten, unsere Prägeform mit Papier und drüber diese Spezialplatte. Und schwuppdiwupp, das wäre übrigens die Bestellnummer, falls ihr die braucht, die Spezialplatte. Schwuppdiwupp haben wir nämlich da ein wunderschönes Ergebnis, das sich auch noch toll anfühlt, weil das sind so richtige schöne Flocken, so richtige, richtig schön ist das. Würde ich mir jetzt hier an der Seite noch ankleben. Und manchmal, wenn man, entweder man bestempelt sich das dann selber, man kann sich ja Designerpapier auch selber machen, oder man nutzt eben diese Chance, dass man auch was prägt auf der Karte. Das finde ich persönlich immer wunderschön, wenn man dann so eine tolle Haptik auch noch hat. Und jetzt sieht meine Weihnachtskarte so aus. Gesegnete Weihnachten mit dem verschneiten Häuschen im Hintergrund. Ich finde, das ist so hübsch. Mit dem kleinen Band, ein paar Glitzersteinchen noch und hier innen drin eben diesen geprägten. Und meine Geburtstagskarte auch mit diesem schönen verschneiten Häuschen. Oh, ich liebe diese Kartenform. Mir gefällt die total gut und ich finde es so schön mit dem Papier. Hier hätte ich vielleicht den Streifen noch ein bisschen schmaler schneiden können. Aber ich hatte die Deko schon drauf, deswegen wollte ich da nicht mehr nochmal rumschnippeln. Und so habt ihr jetzt auf jeden Fall ganz viele Ideen, was ihr mit dieser Karte alles werkeln könnt. Ich gehe mal ein bisschen raus in der Kameraeinstellung.
Und ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Also ein bisschen winterlich, ein bisschen weihnachtlich, damit ihr schon mal Ideen habt, vielleicht auch für eine Geburtstagskarte im Januar oder im Dezember oder so. Auch im Februar geht es natürlich noch, wenn es noch schneit oder so. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Wenn euch die Kartenidee gut gefallen hat und das Video auch, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Da freue ich mich drüber. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und dann werdet ihr immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Falls es schon meine letzte Karte sein sollte für dieses Jahr, das weiß ich jetzt gar nicht so genau, wünsche ich natürlich schöne Weihnachten und einen guten Rutsch in ein gesundes und glückliches und kreatives neues Jahr. Und friedliches neues Jahr, ganz wichtig. Bis dann, tschüss!